Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Ein Körper in Kreuzform ist zusammengesetzt aus 9 identischen Würfeln mit Kantenlänge 20 cm. Frage: Wie viel beträgt die Außenfläche dieses Körpers in Quadratdezimetern? Dann schauen wir zuerst, wie viele solche Quadrätchen wir als Außenfläche haben. Zuerst haben wir diese Quadrätchen hier unten 1, 2, 3, 4 und von da oben nochmal 4, also sind das insgesamt schon mal 8. Wir haben dann auch noch diese seitlichen Quadrätchen, das sind auch 8. Also haben wir somit schon mal 16 Quadrätchen. Hinzu kommen diese 4, also plus 4. Und dann haben wir noch diese 9 Quadrate hier vorne, die wir ebenfalls nochmal von hinten haben, also plus 18. Und somit haben wir insgesamt 38 solcher Quadrätchen als Außenfläche. Die Seitenlänge von solch einem Quadrätchen beträgt 20 cm, also 2 Dezimeter. Wir drücken das sofort in Dezimeter aus, weil die Antwort in Quadratdezimetern gefragt wird. Da eine Seitenlänge von solch einem Quadrätchen 2 Dezimeter beträgt, ist der Flächeninhalt von solch einem Quadrätchen 4 Quadratdezimeter. Also insgesamt haben wir 38 mal diese 4 Quadratdezimeter. Das heißt 152 Quadratdezimeter. Und somit ist die richtige Endantwort 152. Im nächsten Tutorial beantworten wir die nächste Frage der Mathematik-Olympiade.